Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich musste kurz noch einen Geist fangen. Nein, Spaß beiseite. Der eine oder andere wollte nochmal ein Review von der Geisterfalle von Spirit haben. Also einzeln und nicht das ganze Video. Deshalb will ich euch die nochmal zeigen. Kommt einfach mal mit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich mal von Spirit die Geisterfalle vorstellen, die Trap. Ja, kostet ungefähr, hat 40 Dollar gekostet, 40 Euro. Ist sehr schwer jetzt heranzukommen, aber ich hatte das Glück gehabt, noch eine ergattert zu haben. Ja, dann lasst uns die mal genauer angucken. Ja, meine lieben Freunde, so sieht die Geisterfalle von Spirit aus. Richtig, also meiner Meinung nach gut verarbeitet. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass dieser Klippmechanismus nicht ganz hinhaut. Aber sonst gut gelungen. 2A-Batterien kommen da rein. Eine Pedale ist mitgeliefert worden. Demnächst werde ich sie auch nochmal upgraden mit einem Multipedal und vielleicht einem Raucher-Smooth-Kit. Und dann ist es quasi, könnt ihr die quasi so nehmen. Hier ist sogar noch ein Halter mit bei für den Gürtel. Und dann drücken wir hier einfach drauf und dann haben wir hier... Und dann drücken wir nochmal drauf und schon haben wir den Geist gefangen. Mit ein bisschen Leuchteffekten quasi. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Lässt sich auch gut drehen. Achso, das war der Demo-Mode. Jetzt haben wir die richtig aktiviert. Die Effekte funktionieren auch richtig gut. Hier unten das rote Lämpchen. Probieren wir es nochmal aus. Mit gruseligen Soundeffekten sogar. Also eine gute Falle, wie ich finde, als Spielzeug. Sensationell. Ein bisschen eingeschraubt. Richtig gut verarbeitet. Es gibt auf Etsy auch noch ein paar Upgrade-Sets. Aber Meinung, also ich finde es. Das ist für mich meiner Meinung nach sehr gut gelungen, also reicht von meiner, ja, für mich reicht es völlig aus. Können wir es ausmachen, wenn wir es aus haben, dann haben wir sonst quasi so einen Demo-Mode. Sehr gutes Teil. Ja, meine Freunde, das war's dann auch schon. Mein Testergebnis ist natürlich positiv. Ist richtig gut gelungen. Verarbeitungstechnisch finde ich auch. Bloß die Seite Klappe stört ein bisschen. Und 40 Dollar war eigentlich ein guter Preis für diese Falle. Wenn ihr die noch haben bekommen solltet, drücke ich euch natürlich die Daumen. Und ja, richtig cooles Teil. Der eine oder andere hat ja das Video auf TikTok gewünscht. Habe ich somit abgeliefert. Und das war's dann von meiner Seite aus. Euer Tiny Tommy. Nicht in die Falle gucken. Egal. Ciao.